Willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. Crossover 2 heißt es. Das Spiel ist ziemlich cool. Naja, es ist einfach nur Super Mario Bros. Auf wo du andere Charaktere spielen kannst. Also ich werde es euch zeigen. Ja, ich spiele auf Very Easy. Ich bin nämlich ein Noob. Und es ist Current. Probieren wir mal Current. No, ich brauche kein Tutorial. Also das ist Current. Okay. Also irgendwie Mario Bros. Also wir haben hier Mario, Luigi, Link, Samus, Simon Belmont. Also wir spielen zuerst mal mit Mario. In Gameboy-Modus. Ja, die Musik ist auch von Gameboy. Ist glaube ich von Gameboy. Vom Gameboy-Spiel Super Mario Land 2, der 6 Golden Coins, habe ich selber auch mal gehabt für 3DS. Habe es aber irgendwann aufgegeben, weil es irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Und diesmal spielen wir einfach mit Super Mario Bros. Mit anderer Grafik und anderen Charakteren. Okay. Irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen dämlich an. Ja, und zwar sehr dämlich an. Gib mir Pilze. Mario, los, renn! Wo sind die ganzen? Nee, kann man nicht rein. Gut. Los! Ja, geil, nicht? Ja, schon klar, können. Okay. You unlocked Infinity Time Cheat. Den werden wir bestimmt nochmal brauchen. So, hier haben wir Luigi. Also los geht's mit Luigi. Seine Fähigkeit ist es, sehr hoch zu springen. Sollte eigentlich jeden klar sein, der Super Mario Bros. 2 hat. Oh fuck. Irgendwas hat er gerade gelaggt. Okay, so sieht also die Untergrundwelt aus. Der Pilz ist schneller als der Goomba. Sehr interessant. Oh, scheiße. Renn, Luigi. Wow, jetzt nicht mehr. Nein, renn, renn. Ich will mir das anschauen. Wow! Ja, anders gesagt, ich habe Super Mario Bros. Eigentlich nie gespielt. Ja, Schande über mich, ich weiß. Wir werden bei jedem Level immer abwechselnd die Charaktere spielen. Also in diesem Level jetzt bei Luigi. Ein paar Charaktere werde ich wahrscheinlich nicht spielen, weil manche voll verbuggt sind. Komm schon. Bitte. Yeah. Wow, nein, diesmal nicht. Also es gibt auch viel mehr Charaktere, wie man beim ersten Anblick sieht. Man kann auch Dr. Willy spielen. Aus Mega Man. Ja. Gibt's da nicht irgendwo eine? Ja, da gibt's sie. Oh yeah. Der Level wurde, glaube ich, in New Super Mario Bros. Für DS, glaube ich, neu aufgelegt. Nur etwas anders. Nicht die Welt, der Level. Wow, Alter, wieso ist da gerade nicht gesprungen? Ich hab doch gedrückt. Alter. Na, oh, nein. Oh, shit. Also, ich weiß nicht, wann wir Game Over gehen. Probieren wir mal mit einem anderen Charakter. Und zwar Link. Na, 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 na.
So, wir können springen. Die typische, ich glaube, die Musik ist aus The Legend of Zelda Oracle of Age. Was mache ich da? Los, Link! Boah, Alter, nein! Was mache ich da? Ja, wenn es so laggt, was kann ich dafür? Wow. Oh mein Gott. Ihr merkt schon, ich bin ein Noob. Ja, ja, wir haben auch einen Boomerang. Ja, mal. Boom. Diese Stelle. Ja, Mann. Hep. Hep. Nee, ich gehe nicht zur Warp Zone. Also da hinten ist die Warp Zone. Ja, Mann. Okay, das hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Was war das denn? Total komisch angehört. Ich hatte erstmal Feuerwerk für Link. So, spielen wir jetzt mal. Ja, wir haben das mit Luigi übersprungen. Oh ja, wir spielen nochmal mit Luigi. Luigi ist einfach geil. Obwohl, ich hätte sein Aussehen ja ändern können. Boah, Pilze. So sehen die Pilze aus. Boah, geil. Okay, man fühlt sich so wie in einem eigenen Spiel irgendwie. Also wie in einem Wormhack. Boah, what the fuck? Okay, wow. Das ist ein bisschen schwer. Aber ich bin nicht so ein Noobie. Ich bin zu der Noobie. Ja, so können wir jetzt sein Aussehen ändern. Warte. Oh Mann. Den nehmen wir. Den Luigi nehmen wir. Der sieht geil aus. So. So, da gibt's erstmal ein kleinen Pilz. Pilz! Wow, das wäre schon fast runterfallen. Ah, das ist jetzt ein schönes Aussehen aus Super Mario Bros. 2. Wehe, wenn ich jetzt Game Over gehe. Spielen wir mal mit Samus Aran. Ach ja, und die müsste ich immer ducken. Wäre irgendwie hart. Aber die kann. Ich glaube, das war eine gute Wahl, weil die kann. Die springt nämlich so. Oh Mann, wieso zeigst du denn nicht nach unten? Hoppa! Hoppa! Hopp! Also der Soundtrack gefällt mir auch. Der ist geil nämlich. Spielen wir mal mit Mega Man. Nein, bitte nicht Game Over gehen. Okay, wie viele Leben haben wir überhaupt? Okay, irgendwie tue ich mir gerade schwer. Der Sprung ist aber auch mit Mega Man da fies. Jetzt können wir einen Super Mega Laser.
Okay, irgendwie. Oh Gott. Ja, das ist jetzt das Problem. Mega Man ist nicht so schnell. Wow. Was ist das? Das unsichtbare. Aber das sieht aber auch episch aus irgendwie, oder? Wow. Nein, oder? Nein. Game over. Shit. Ich werde aufscreen über. Ja. Wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann halt nicht. Bis dann, ciao.